Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal. Ich bin der Onkel Poppy und wir spielen eine Runde Minecraft Poppyhausen 2. So, wir haben ja in der letzten Folge dieses ominöse Buch bekommen und ich glaube, dem werde ich jetzt mal nachgehen. Ich bin zu viel unterwegs hier. Der Schwede, was geht denn hier los? Nur so viel Nein. Habe ich denn hier nicht irgendwie so ein... Hä, wo ist denn der? Polierter Diorit. Wirst du mich verarschen? Wieso sieht denn der so anders aus? Ah, weil ich ihn nicht aufgesammelt habe, ist was anderes. Sag das doch, Mann. So, jetzt sieht er auch gleich aus. Krass. Okay. Also, letzte Folge haben wir Bekanntschaft gemacht mit dem Buch. Wie du siehst, ich habe einen neuen Shader. Ich habe mal so ein bisschen die Shaderliste aktualisiert. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Graphic Shader. Und da habe ich jetzt den Mr. Meeps Shader 10.5 Ultra habe ich jetzt genommen. Ich habe aber auch den CUDA Shader auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe den Zeus auf den V11 gebracht und auch den Sildus auf den 11.5.3 gebracht. Die Sache ist allerdings, der Continuum, mit dem ich meistens gespielt habe, den gibt es noch nicht in der neueren Version. Und der ist aber auch nur für die 1.9 gedacht und dementsprechend bin ich da noch etwas skeptisch, was das betrifft. So, pass auf, Freunde. Ich, was haben wir hier? Andesit, Bruchstein, Andesit. Ich werde mir jetzt tatsächlich mal zusehen, dass ich erstmal was esse. Dann werde ich mich ausrüsten und dann gehen wir, glaube ich, diese Folge einfach mal dem Buch nach. Ich glaube, das machen wir auch. Da freuen sich ja schon unheimlich viele drauf, habe ich festgestellt. So, du machst das. Tatsächlich, es gibt da so ein, zwei, drei nice Spekulationen. Vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei seid und überlegt. Tatsächlich habe ich gelesen in den Kommentaren, dass tatsächlich sogar Christina verdächtigt wird. Der oder die, diejenige oder derjenige sein soll, der eben diese Kisten und Bücher dahin baut. Ich muss nur mal ganz kurz hier ausmisten. Hätte ich eigentlich auch offscreen schon machen können, ne? Ich Idiot. Gut, machen wir jetzt ganz schnell und dann begeben wir uns auf Reisen in ein fernes Land. Schwarzeiche. Nein, du kommst hier mit her. Da müssen wir da noch ganz kurz etwas loswerden, damit wir dann auch Platz im Inventar haben, verstehst du? Nehme ich die Kohle mit oder lasse ich die hier? Ich glaube, ich nehme eins der Kohle, mit, wegen den Fackeln, verstehst du? Obwohl, so ein paar Fackeln habe ich ja. Na, ich lasse mich einfach überraschen. So, brauchen wir noch irgendwas, den Rest können wir eigentlich wegkanten. Das heißt, ich könnte den Feuerstein, den könnte ich ja noch hier einmal überlassen. Was ich brauche, habe ich eigentlich alles notwendigerweise mit dabei. Ich habe nur ein Schärfer 1 Schwert, aber ich glaube, das sollte egal sein. Weil bisher war es ja eigentlich ganz easy gewesen. Mit den kleinen Rätseln. Also bisher war es ja so gewesen, dass es jetzt nicht unbedingt tödlich ausgegangen worden wäre. Richtig deutsch? Voll krass. Ist jetzt mal so meine Vermutung, verstehst du? Dass es jetzt nicht ganz so gefährlich wird. So, eine Leine lasse ich eine nochmal hier. Die andere ziehe ich mir hier unten mit rein. Ich brauche auf jeden Fall noch was zu essen, Alter. Auf jeden Fall. Okay, lass mich hier nicht durch. Schwanerei, Mann. Ich muss hier unbedingt aufräumen, ohne Witz. Unbedingt. So. Ich glaube, das Brot haben wir. Na los, wir nehmen nochmal ein Stack mit. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt genug Brot. Das können wir gebrauchen, aber du musst noch schön aussehen. So, da bestehe ich drauf. So, das ist das neue Buch. Das andere packe ich oben mit in die Truhen und Kisten. Und dann muss ich mal gucken, ob ich der Christina vielleicht ein Pferdchen abschwatze. Weil der mysteriöse, ominöse oder die, je nachdem, wer es sein soll. Ihr sagt ja, ihr vermutet ja tatsächlich Christina. Sagt, dass wir uns ja mit dem Pferd aufmachen sollen. Wahrscheinlich, weil es so ein weiter Weg ist. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, damit ich dann auch die richtigen Koordinaten kriege. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich hoffe, dass Sie mich bereits vermisst haben. Es ist lange her. Bla, bla, bla.
Ich kann verstehen, dass Sie enttäuscht sind. Ja, als erstes wäre es sofort, wenn Sie sich ein Pferd besorgen, denn die Reise wird lang. Genau, deswegen. Begeben Sie sich zu Koordinate. Ich habe kein... Oh, Bums. Ich habe kein Zettel. Verdammt, ich muss mir, glaube ich, erstmal einen Zettel besorgen. So, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben und gehe jetzt einfach mal in Richtung Christina und gucke mal nach... Oh. Christina ist wieder da, sie hat wieder gebaut. Hallo! Vielleicht noch zu früh, schaut's bei ihr in den Folgen, schaut mit rein. Christina ist unten irgendwo drin verlinkt. Da wird sie dann irgendwann die Tage hier ihr Reisebüro, Reisecenter gebaut haben. Irgendwas hatte sie vorgehabt. So, ich muss mir jetzt erstmal ganz kurz schauen. Ich hoffe, er lädt jetzt hier. Ich habe gerade so ein bisschen wenig Frames. Aus welchen Gründen auch immer. So, dann müssen wir mal gucken. Ich stibitze mir jetzt einfach von ihr ein Pferd. Irgendein Pferd muss besattelt sein und dann muss ich mit dem da mal hin. Ja, lol. Nein! Okay, dann ebenso. Gut, pass auf, dann reiten wir einfach mal los. Hui! In Richtung Koordinate. Ich muss erstmal ganz kurz schauen, wo ist das hin? Koordinate. So, wir müssen Richtung 776X. Das heißt, da sind wir schon. Und plus 307. Ich glaube, dann sind wir schon in die Richtung richtig. Okay. Dann latschen wir da einfach mal hin. Pferdchen, lauf. Pferdchen. Wir machen da mal nach Koordinate jetzt einfach mal. Und dann lassen wir uns überraschen, wo wir rauskommen. Aber es ist dunkel, ne? Das ist natürlich auch doof. Denn im Dunkeln lässt sich es meistens gut munkeln. Nee, aber es sind tatsächlich ja immer dann so ein paar olle, genau, so wie er da links gewesen ist, Mistviecher hier unterwegs. Und das finde ich dann meistens nicht so toll. Nicht wirklich. Und für euch ist es ja auch nicht schön. Huch. Machst du hier jetzt mal mit? Er macht nicht mit. Oh, lol. Fisch gebackt. Okay, wenn wir hier jetzt... Nee, ich will es ja nicht töten, das Pferd. Das soll ja mit wiederkommen hier. Verdammt! Was für einen Weg hast du dir denn hier ausgesucht, Alter? Krass! Oh, Hilfe! Ein Zombie! Wo müssen wir denn hin? Ey, das kann doch nicht sein. Ich muss dann... Ich kann nicht mit dem Pferd hier so... Was ist denn das? 700? 7 und? So, das ist ja ganz gut und schön. Und dann muss ich aber auch... Oh Mann. Hilfe. Oh, Skeletto. Ein Skeletto. Oh, was ist das? Ey! Sind wir da richtig? Oh ja, da müssen wir hin. Oder war das von mir? Nee, das war von mir. So, wir müssen auf jeden Fall Richtung sie. Oh, was ist denn da? Was geht denn da ab? Hallo? Alter, ich glaube, ich habe es gefunden. Hallo, Herr Bürgermeister und willkommen. Versuchen Sie, alle Truhen zu finden. Regeln. Erstens, zerstöre keine Blöcke. Zweitens, finde alle Kisten. Drittens, alle Gebäude betreten. Und viertens, nicht mogeln. Okay, also wir sind da. Und ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und mache da mal Tag draus. Es sieht auf jeden Fall aus, als ob er hier richtig oder sie Zeit investiert hat. Da ist noch ein Boot. Alter Schwede. Nix schlägt. Nix schlägt. Gut, mein lieber Herr Mond, ich mach dich jetzt mal ganz kurz weg. Wir sehen uns sofort wieder. So, wir sind jetzt tatsächlich...
So, wir sind jetzt tatsächlich da. Jetzt weiß ich noch nicht. Wo ist das Pferd? Das Pferd ist weg. Lol. Okay. Was geht hier los? Das Pferd explodiert, oder was? Alter. Oh. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Das Pferd ist weg. Was ist denn das für ein Bug? Hallo. Krass. Es ist da und es ist doch weg. Lol. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Regeln. VIP-Eingang. Okay. Eingang Labyrinth. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich einmal durch. Kann man hier noch woanders lang? Ich muss echt aufpassen. VIP-Eingang. Labyrinth-Eingang. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihre Sachen. Okay, das sieht wirklich nach gefährlich aus. Also er geht, also wenn ich das hier so sehe, ne, dann geht er tatsächlich davon aus, dass ich hier willkommen und nicht, und erschrecken Sie sich nicht. Okay. Leute, wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade da so ein bisschen Angst. Dann lasst uns hier mal drauf achten, ob wir hier nicht irgendwelche... Fallen oder so haben. Da ist eine Druckplatte. Ja, super. Die ist jetzt nur für die Tür, so wie es aussieht. Finden Sie alle 15 Zettel. In den Kisten sind diverse Zettel. Diese legen Sie komplett in die Kiste am Ausgang. Viel Erfolg. Bevor Sie weitergehen, legen Sie Ihr Inventar ab. Und darunter ist... Na, nix schlecht. Darunter ist ein Trichter. Okay. Für den Fall, dass ich sterbe... Soll ich meine Waffen auch... mit abgeben? Nein, mein Essen behält ich. Zumindest so ein bisschen was davon. Ich, mach mich jetzt, so wie er es möchte, komplett nackig. Ich denke mal, das wird diese Kiste sein, die wir da am Ausgang gesehen haben, dass er das dahin transferieren wird. Ich schaue mir das nochmal an, bevor ich jetzt hier tatsächlich... Ah ja, siehst du? Da kommt's an. Okay, nix schlecht, nix schlecht. Das muss also einer sein, der sich tatsächlich mit Redstone auskennt. Das ist die erste Kiste. Ich gehe mal lieber zur Seite. Zettel 1. Ich hätte lieber so ein bisschen Abstand. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen schisserhaft, in der Tat. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich Bedenken, dass wir hierbei drauf gehen. Ich gucke auch so ehrlich gesagt so viel mehr auf den Boden, als mir irgendwie die Wand oder Landschaft an. Das ist tatsächlich so. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall Labyrinth. Nix schlägt. Und ich bin ja auch mal gespannt, ob wir tatsächlich alle Blätter finden. Okay, ich hätte vielleicht die Fackeln überlassen sollen, dass wir einfach kennzeichnen, wo wir schon waren. Und ich habe mein Schwert nicht mitgenommen. Scheiße. Das heißt... Ich habe noch nicht mal Chancen, irgendwelche Spinnweben zu beseitigen. Und auch keine Fackeln hier. Okay, auf jeden Fall derjenige welche oder diejenige welche, der oder die das hier gebaut hat, hat sich da richtig was bei gedacht. Okay. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Interessant. Und hier sind keine Kisten, keine Truhen, kein gar nichts. Wollt ihr mich verarschen? Mann! Aber Hauptsache ein Huhn, weißt du? Hauptsache so ein olles Huhn.
keine Kiste, keine Truhe, aber Hauptsache ich renne hier rum. Freunde der Nacht, das könnte tatsächlich vielleicht auch eine Finte sein, dass mich hier jemand... Zettel 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, warte mal, ich sortiere mir das mal so ein. Zettel 6. 15 haben wir gesagt, brauchen wir, ne? Die sollen hier alle drin sein? Lol. Na, da habe ich ja dann noch ein bisschen was zu tun. 8, 7, 8. Oder habe ich einfach so viel übersehen? Oder bin ich aber falsch gelaufen? Lol? Wobei, ich darf ja nicht mal lol sagen. Ich habe mal in irgendeinem Kommentar habe ich mal gelesen, dass man Ohrenkrebs kriegt bei meinem LOL-Gesage. Stimmt das? Lolzen. Okay. Freunde, ich glaube, ich werde das hier tatsächlich ohne euch mal zusammensuchen, denn die Geschichte ist halt, dass wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her irre, weil Irrgarten war noch nie so mein Ding. Da waren wir auch schon. War noch nie so mein Ding. Wenn ich hier so hin und her irre, das macht euch, glaube ich, auch nicht wirklich Spaß, hier weiter zuzugucken. Ich glaube, ich mache mal einen Schnitt, sammle den ganzen Quark schnell ein und dann sind wir aus dem Irrgarten. Zeige ich euch auch, wenn wir den Ausgang haben, wie es dann weitergeht. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Bis gleich. So, okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles gefunden, was zu finden ist. Ne? Zettel 1 bis 15. 15 waren es, glaube ich, insgesamt, richtig. Hier sind ein paar geile Gebäude bei gewesen. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin, verdammt. Da sind ein paar geile Gebäude zwischen gewesen. War richtig nice gemacht, diese Idee. Also es war ein Labyrinth, so wie hier, wo du dann eben tatsächlich zwischendrin irgendwelche Kisten findest. Ich weiß nur immer nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich schon war. Alter Schwede. Hier, da war ich noch nicht. Okay. Ich weiß halt nur immer echt nicht, wo es wirklich lang geht. Das ist echt heftig, ey. Alter Schwede. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier hin? Hier geht's nicht weiter. Da muss ich da hin. Aber ich darf nichts abbauen, ne? Ich darf nichts abbauen. Verdammt. Leere Truhe, okay. Also manchmal hast du auch so leere Truhen, wo einfach gar nichts mehr drin ist. Ich habe auch festgestellt, es war wirklich jetzt hier nicht irgendwie was noch gebaut. Wobei, ich bin noch nicht draußen, ne? Also so ist das nicht. Es war hier wirklich so einiges gebaut, wo ich gedacht habe, es könnte jetzt, aber da fehlten dann immer die Druckplatten. Dass es da dann eben einfach nicht weiterging. Bevor ich da jetzt reingehe, ich gucke immer nochmal hier draußen rum, bevor ich jetzt in irgendein Gebäude reingehe. Ich weiß es immer nicht. Es ist very tricky. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihre LOL am Eingang. Okay. Dann lege ich die Sachen da jetzt einfach rein. Also es steht auch nichts weiter drauf. Es sind wirklich nur Zettel von 1 bis sonst was, die ich hier sammeln sollte. Das habe ich jetzt getan. Ich weiß auch nicht, ob das so korrekt war, dass ich hier geschnitten habe, aber ganz ehrlich, den ganzen Quark aufzuzeichnen, wie lange ich dafür brauche und so, ich glaube, da hätten wir 4 oder 5 Folgen von voll gekriegt. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war mega lange. Es war wirklich mega lange, was ich hier benötigt habe, um das ganze Zeug da oben ist fertig. Oh, ich hab's fertig gefunden. Um das ganze Zeug aufzuheben. Es war wirklich so. Pass auf, ich kann euch das nochmal zeigen. Vielleicht sieht man das von hier oben. Ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Echt krass. Ne, da oben hast du eine Brücke. Da konntest du rüberlatschen bis in das Haus rein. Musstest du hoch, konntest du rüberlatschen in den Turm. Ich glaube, da hinten war da in dem irgendwie noch ein Gefängnis drin gewesen. Wo du dann da hinten noch irgendwo unten drunter lang musstest. Alter, das war so tricky und knifflig gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir gefallen, ja. Aber um das für eine Folge zu machen, lieber Erbauer, ich denke, du wirst es auch sehen und wirst dich wahrscheinlich ärgern, dass ich geschnitten habe, gehe ich stark von aus, weil es war wirklich ein paar schöne Sachen mit dabei, muss ich echt sagen. Es waren wirklich schöne Sachen dabei. Aber für eine Folge ist es dann doch zu
heftig gewesen. Und ich verstehe auch nicht wirklich, was du mir damit sagen möchtest, mein lieber mysteriöser oder meine liebe mysteriöse Person. Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls geschafft. Die Dateien, hätte ich beinahe gesagt, die Zettelchen liegen in der Truhe. Ich hau wieder ab, will wieder nach Hause und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, du mich auch? So, pass auf. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn hin? Stimmt, ich habe gar keine Koordinate. Ich will nach Hause. Wobei, so groß ist die Insel ja auch nicht. Das war auf jeden Fall unser kleines Experiment gewesen. Ich glaube, da in die Richtung mussten wir, ne? Ich will immer die Alt-Taste gedrückt drücken. Daran merkst du, dass ich schon tatsächlich... Au! Nicht machen, das tut doch weh. Daran merkst du, dass ich tatsächlich H1Z1 geschädigt bin. Weil wenn du läufst und... wenn du läufst und du dann die Alt-Taste gedrückt hältst, dann kannst du dich umgucken. Das ist das Schöne bei H1Z1. Das vermisse ich hier so ein bisschen. Tatsächlich. So, ich hoffe, wir finden hier die Stadt irgendwie. Nein, nicht das Pferd töten. Ey, das ist nicht mein Pferd, hört auf. Das finde ich jetzt doof. Ey, ohne Witz. Ich muss ja hier durchkommen. Doofer Welt. Vor allem, man sieht auch nichts, ne? Das ist das Nervige dabei. Warte mal, kann ich hier nicht... Dazu müsste ich wahrscheinlich erst absteigen. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube zu wissen, wo wir sind. Ey, 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 leck mich am Arsch. Nicht das Pferd kaputt machen. Das ist nicht meins. Da hinten. I see the city. Ja, du mich auch. Du mich auch. Komm her, wir mal. Oh, ein Creepy Peepy. So, wir sind back in town. Boys are back in town. Alter Falter. Okay, also es war in der Tat etwas aufregend, muss ich sagen. Es war eine richtig gute Idee. Es war leider zu lang, aber eine richtig gute Idee. Es war eine richtig nice Aufgabe. Vielen Dank dafür, lieber Feinsteller, lieber Aufgabensteller, lieber Mr. X, liebe Mrs. X. Das weiß ja immer noch keiner genau so, wer das gewesen ist. Ihr könnt ja weiterhin raten. Nach wie vor gab es da keinen Hinweis. So, Christina, du kriegst dein Pferdchen unversehrt. Behaupte ich jetzt mal wieder. Dankeschön. Dankeschön. Hast du ganz toll gemacht. So, dann können wir nämlich jetzt nach Hause gehen, haben unsere Aufgabe erledigt und warten einfach mal auf die weitere Antwort oder Reaktion auf die weitere Knoten, auf die weitere Reaktion von Mr. oder Mrs. XYZ einfach nochmal ab. Und ich sehe gerade, hier fehlt die U-Bahn. Hier war doch mal eine U-Bahn gewesen, das ging hier runter. Auch weg, okay. Wo auch immer das hingehört. Was ist das für ein Gebäude? Reisebüro. Nach wie vor. Aua! Nee. Nach wie vor Reisebüro. Das ist ja das, was Christina. Au! Beantragt hatte. Das wollte sie ja unbedingt bauen. So, ich bin safe. Alter, ich bin zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Und ich hab's überlebt. Ich bin nicht gestorben. Hab eine Aufgabe bekommen und bin nicht gestorben. Ich musste zwar zwischendrin schneiden, ganz ehrlich, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Freunde der Nacht, wenn euch der Part gefallen hat, bewertet ihn, lasst mir einen Daumen nach oben da, schenkt mir ein Abo und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Ich warte auf dich, lieber Mr. Geheimnisvoll Man. Er brennt da hinten. Wobei, Thumbnail, der kleine Teufel auf der Schulter sitzend. Lieber Mr. X, was wolltest du mir damit sagen? Ich habe die Aufgabe vielleicht beendet, aber nicht wirklich verstanden, warum du sie gestellt hast. Da bitte ich mal um Erklärung. Danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Klickt auf eins der Videos, was ja gerade eingeblendet wird. Oder eben auf mein Gesicht, was hier so gerade auch mittig auf dem Bildschirm ist. Und lasst mir ein Abo da und dann verpasst ihr auch keine weitere Folge.
Danke euch. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.